Eintracht Nordhorn zeigte gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit, dass sie nicht gewillt waren, dieses Spiel zu verlieren. Hier diese Attacke von Lacci an Marco Kostmann verdeutlichte, dass es auch für Eintracht Nordhorn um einen persönlichen Saisonabschluss ging. Aber der SC Norderstedt noch im Vorteil, noch in der Regionalliga. Detlef Spinke nervös mit der Führung im Rücken. Er wusste, seine Mannschaft muss das zweite Tor machen. Vielleicht hier bei diesem Freistoß. Gehalten von Ralf Cordes. Im Großen und Ganzen war auf ihn, auf den Spielführer der Nordhorner, des Aufsteigers, heute Verlass. Dann diese Szene, immer wieder Konfusion in der Abwehr. Und da ist es passiert, der Ausgleich. Muhammed Lacci, der vorher schon einige Chancen vergeben hatte für Eintracht Nordhorn. Und Detlef Spinke erlebte dieses Tor so. Unfassbar. Hier in der Wiederholung noch einmal deutlich zu sehen, die Kopflosigkeit in der Norderstedter Abwehr. Norderstedt in der ersten Halbzeit mit den besseren Chancen, hier bestraft durch dieses Ausgleichstor. Bei diesem Stand Norderstedt also abgestiegen. Ein Unentschieden reicht auf keinen Fall. Und dann dieser Schuss von Tobias Jentsch. Die letzte große Chance. Detlef Spinke völlig entnervt. Demotiviert musste er dann diese Szene mit ansehen. Wieder ist es die Nummer 9, wieder ist es Muhammed Lacci, der seinen Gegenspieler zur Slalomstange degradiert. Und da hatte auch der gute Marco Kostmann im Tor des SC Norderstedts keine Chance mehr. Detlef Spinke, schauen Sie dieses Gesicht an. Er erlebte den Schlusspfiff danach so, denn es passierte nichts mehr. Seine Mannschaft war nicht mehr in der Lage, dieses Spiel noch umzubiegen. Riesenfrust bei Burmester, Kruse und Co. Alle wussten, das ist der Abstieg für die SC Norderstedt. Man kann das heutige Spiel ja nicht zum Maßstab dieser verkorksten Saison nehmen. Sondern die Saison haben wir mit Sicherheit nicht heute verloren, sondern diese Spiele, wie wir sie heute geliefert haben, haben wir am Mast geliefert. Und wir haben natürlich das 1-1 anfängerhaft bekommen und dann haben wir nach vorne alles versucht, aber nach wie vor ist das große Problem, dass wir nicht das zweite Tor schießen. Und das ist das nicht das erste Mal in dieser Serie. Kann man das sagen, dass wer solche Torchancen auslässt, zu Recht absteigt? Richtig. Was ist denn das für eine Gefühlswelt? Tief im Innern. Sie machen das Tor, sind oben auf und jetzt knapp eine Stunde später völlig unten. Ja, ist natürlich ein Wechselbad der Gefühle. Man hat quasi schon nicht den Sieg vor Augen, aber man dieses Gefühl, dass man jetzt das geschafft hat, das ist natürlich Wahnsinn. Und wenn man dann so ein Tor oder auch zwei reinbekommt, dann ja, das kann man irgendwie nicht beschreiben. Sind Sie schon mal abgestiegen? Nein, für mich ist das erste Mal. Wir glauben, er hatte das Tor geschossen, Henrik Krause. Und am Ende war Norderstedt doch abgestiegen. In Nordhorn gab es Freibier, obwohl es auch hier Diskussionen gab um Trainer Wolfgang Schütte. Er soll entlassen werden. Wie es mit Detlef Spinke weitergeht, der noch Minuten nach Schlusspfiff mit seinem Co-Trainer diskutierte, weiß man noch nicht. Aber vielleicht ist ein Neuanfang eine Liga tiefer, auch für Markus Burmester, der diese Riesenchancen vergab, gar nicht so schlecht. Die Fans, sie weinten um die SC Norderstedt. Eine völlig unnötige Niederlage, ein völlig unnötiger Abstieg. Aber Kopf hoch, morgen kriegen wir den Kopf auch wieder aus dem Trikot heraus und dann geht's weiter.